Heute fangen wir endlich mal an, auch Papo-Pferde vorzustellen. Wir haben schon ein bisschen was von Papo gezeigt, aber die Pferde noch nicht. Den Anfang macht hier das Shire Horse in Schwarz. Bevor wir uns das Pferdchen näher anschauen, ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Die Videos regelmäßig schauen, haben schon gemerkt, die Videos sind nicht mehr morgens, sondern kommen abends online. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das jetzt so beibehalten mit 7 Uhr abends, also sprich 19 Uhr, oder das vielleicht sogar noch auf 19.30 Uhr schieben werden, das wird sich zeigen. Wir wickeln im Moment eh das eine oder andere ein bisschen anders ab. Das hat man auch schon bei uns im Shop gemerkt. Es gibt ein paar Probleme. Liegt aber nur daran, dass wir ein paar Sachen erneuern. Es gibt eine neue Software, es gibt auch einen neuen Shop demnächst. Darum funktioniert der eine oder andere Link auch nicht. Es verschwinden mal kurzzeitig Produkte aus dem Shop und kommen wieder rein. Liegt aber nicht daran, dass die Sachen nicht mehr da sind oder es nicht mehr geben wird. Liegt aber einfach nur daran, dass der Shop, der noch im Moment der alte ist, mit der Warenwirtschaft, die schon neu ist und dahinter liegt, nicht zu 100%ig kommuniziert. Wird sich ändern. Ich schätze mal so in den nächsten 14 Tagen bis 3 Wochen dürfte das Problem durch sein. Dann gibt es auch einen neuen Shop. Hat allerdings zur Folge, dass dann die Links nicht mehr wirklich funktionieren werden. Also wir müssen die Links auch hier in den Videos erneuern. Ich werde auch nicht mehr so viel verlinken, darum gibt es auch im Shop nur noch hin und wieder Videos zu den Produkten direkt hier auf YouTube, weil macht keinen Sinn, dass ich mir jetzt die Mühe mache, die in den alten Shop reinzubringen und beim neuen muss ich alles wieder von vorne machen. So, das nur jetzt mal kurz. Ach so, ja, und was wir noch machen werden, wir haben ja sonst immer nachmittags am Mittwoch und am Samstag ein bisschen längere Videos gebracht und dafür sonst in der Woche nur die kürzeren. Wird im Moment nicht mehr geben. Wir werden jetzt die langen und die kurzen Videos mischen. Also es gibt jeden Tag erstmal ein Video von Montag bis Freitag, wie gehabt, aber dann halt am Abend. Da können allerdings auch längere Videos reinkommen, wie man es schon gesehen hat. Wir haben gestartet. Wir haben gestartet mit einem etwas längeren Video am Abend. Und ja, hoffen, dass wir das auch so ein bisschen beibehalten können, lange und kurze Videos zu mischen. Richtig lange Sachen, also richtig größere Auspackvideos von Adventkalendern und Ähnlichem, wird es nach wie vor extra geben. Die wird es aber am Samstag geben und nicht jeden Samstag. Das müssen wir nochmal schauen. Das wird sich aber noch ein bisschen einpendeln. Wir sind ja eh dabei, noch die Sachen so ein bisschen herauszufinden, ein bisschen zu verbessern und solche Sachen halt alles. So, ich glaube, jetzt habe ich genug gequatscht. Die meisten werden schon wieder weggeklickt haben. Begeben wir uns zum Pferdchen. Wie gesagt, hier haben wir den Shire von Papo, die 51517. Der ist schon etwas länger im Programm, aber wie ich finde, ein sehr hübsches Pferdchen. Also es ist zumindest viel Pferd und ist eine der besseren Molds von denen. Wir haben so ein paar kleine Problemchen, wie auch immer, wie bei fast allen Pferden. Das eine ist ein bisschen in der Bemalung, das andere ist ein bisschen hier im Gebäude von den Pferden, wie auch immer. Generell sieht es sehr, sehr hübsch aus. Es macht eine Menge her. Er ist in einer schönen dynamischen Bewegung. Als Rappe auch sehr gut gelungen. Wir haben hier die Augen. Das Weiß, was man hier sieht vorne, ist wirklich im Auge. Es ist nicht hier mein Ringlicht, wie ich das immer so schön sage. Man hat hier versucht, so ein bisschen Leben in die Augen reinzubringen. Ich bin nicht so begeistert, wenn man versucht, hier ja vielleicht eine Pupille oder sonstiges oder eine Reflexion reinzubringen. Weil es sieht manchmal so ein bisschen aus, wenn man es hier so sieht. Sieht so ein bisschen dämonisch aus, so ein bisschen tot. Das hat auch Breyer eine Zeit lang gemacht, das in die Mitte versucht dann durch einen weißen Tupfen so ein bisschen Glanz reinzubringen. Sieht je nach Winkel super aus, im anderen Winkel nicht so wirklich schön. Die Blässe finde ich klasse, die ist recht gerade, sieht so ein bisschen ausgefranst aus. Auch die Mähne kurz, der Schweif ist so halblang. Wir haben hier einen Hengst, naja, Wallach, Hengst. Ich denke, es sollte ein Hengst sein. Man sieht, er ist von 2011, wie ich gesagt habe, es gibt ihn schon länger. Es gab ihn auch schon in einer anderen Farbe, aber hier ist er recht beliebt. Wir haben die schönen Puschelfüße mit Hufeisen drunter. Drehen wir ihn noch ein bisschen, so ein bisschen Kopf zur Seite geneigt. Er wäre prädestiniert für eine Weideszene. Wir stellen ihn auch mal von der Seite mal hier hin und dann drehe ich ihn mal komplett, dass man ihn mal so von allen Seiten sieht, ohne dass meine Patschepfoten zu sehr in dem Bild sind. Das sieht man auch mal von hinten. Ja, er ist schon fast zu groß für meinen kleinen Sockel hier. Aber, wie ich finde, doch ein wirklich schönes Pferd mit viel Dynamik. Ja, wie gesagt, schwarzes Pferd, gibt es nicht viel zu sagen. 4 weiße Füße, eine Blässe, Ende der Beschreibung. Es gibt also nichts Großes an der Farbe zu mäkeln. Es passt. Und damit
wünsche ich allen auch schon einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Habt viel Spaß und auch am Abend Happy Collecting!